Du solltest nach da. Vielleicht ein bisschen weiter nach unten, damit du auch den Weg weitergehend abdeckst. I'll smite the unholy. So, die Truppen kann ich irgendwann auch mal aufwerten, aber erstmal habe ich hier die Luftabwehrer. Weil die doch tendenziell hier am wichtigsten sind. Dann kann ich die Truppen aufwerten. Dass sie zumindest mal ein bisschen was aushalten und nicht nur so Deko sind eigentlich, die angriffslustigen Geister da irgendwie aus der Verteidigung zu locken. So, die haben wir erstmal besiegt. My light will guide you. Geh jetzt vielleicht mal nach da unten. Dann haben wir hier die Truppen nochmal aufgewertet. Der Kult ist mittlerweile auch keine wirkliche Bedrohung mehr. So, dann haben wir die jetzt auf Maximum. Die anderen machen wir als nächstes auf Maximum. So, genau jetzt machen wir die. Du gehst wieder nach da oben. Dann haben wir die ausgewählt und jetzt können wir hier mal auf Special Dinger gehen. Einfach mal hier den Flammenteil reinmachen, weil der immer ganz praktisch ist. Geht mal zur Seite, dann machen wir hier mal auch nochmal so einen Kosmos hin. Weil der ja immer relativ mächtig hier, der ist ja quasi so eine Art Luftmörser, wenn ich das jetzt so beschreiben kann. Feel the cosmos within. Und das finde ich auf jeden Fall ganz praktisch. So, hier, können wir den nochmal aufwerten. Also, achso, da kommt jetzt auch noch ein Golem. Und dann können wir da auch noch gleich so einen hinsetzen. So geht's hier mit der Lasershow aber gerade richtig rum. Der ist aufgewertet, der ist auch voll, die waren alle voll aufgewertet, glaube ich. Ich kann wirklich nur Special-Teile machen.
Was ist denn das eigentlich? Feuert eine Schrotbombe über große Entfernung ab. Ach komm, machen wir das mal. Ist der hier auch so eine Art Mörser? Was hier am Eingang zumindest ganz praktisch sein könnte. So, was kommt jetzt? Achso, gar nichts kommt jetzt. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ich dachte, wir wären hier schon im Boss-Level, aber... Offensichtlich ist dem noch nicht so gewesen. Upgrade-Punkte. Da ist jetzt das Boss-Level, wie es aussieht. So, Verbesserungen können wir mal gucken. Das ist die Zauber der Nierenhand heilen jetzt auch und beleben alle verbündeten Einheiten wieder. Das ist ganz nett. Türme erstatten beim Verkauf. Der Verkauf ist mir egal. Verringert die Sponsor der Turmeinheiten und die Abkürzung für Verstärkung. Das ist praktisch. Das ist die Gesundheit und Dauer der Verstärkung. Machen wir das mal. Stärkung werden durch Schattenbogenschützen ersetzt, die aus der Ferne angreifen und fliegende Einheiten anvisieren. Oh, das ist gut. So, hier Held können wir jetzt aufwerten. Machen wir das und das da. Hier noch was machen, da können wir auch was machen. Machen wir den endlich mal, damit wir den mal haben. Weil es ja ein bisschen doof ist, wenn man da immer diesen einen Zauber irgendwie gar nicht hat. Erfolge. Bauer 100 Türme. Gegenstände spare ich wieder. Und dann wollen wir mal in den Kampf gehen. Im Canyon Plateau. So, es ist gut, dass du es soweit geschafft hast. Aber du kannst das Unvermeidliche nicht aufhalten. Glaub mir, das haben mir schon viele gesagt und ich habe es immer wieder geschafft. So, da setzen wir mal Truppen. Da setzen wir mal Truppen. Da setzen wir wieder einen Nekromant. Da setzen wir auch einen Nekromant. Also, da setzen wir einen Nekromant. Hab ich gesagt. Wir haben hier nur zwei Ausgänge diesmal wieder. Da setzen wir einen Bombinator. Da setzen wir mal so einen. Da setzen wir eine Balliste. Und da setzen wir eine Balliste. Und da meinetwegen auch noch. Dance with the dead. Dead uprising. You will obey. Dance with die machen wir stärker. Und da können wir dann theoretisch auch noch irgendwas hinsetzen, aber da spare ich mal auf den Bomber. Hier können wir auch noch irgendwas hinsetzen. Ich meinetwegen auch nochmal eine Ballista. So, und da sind wir dann auch endlich wieder, nachdem ich dann irgendwie doch mal eine Zeit lang weg muss jetzt tatsächlich zwischendrin. Und wollen hier dieses Level dann tatsächlich auch mal spielen. Zumindest weil es aktuell möglich ist. Ja, die steht da irgendwie jetzt rum. Die sind ja schon mehr oder weniger auf fast Maximum, also noch nicht ganz, aber gleich. Werde ich die jetzt noch aufwerten darauf. Weil finde die Nekromanten sind auch immer besonders praktisch. Da kommt der Drachenatem und macht den Rest. So.
Ich will das da schon annehmen. Den Klang der Unvermeidbarkeit. Der klingt nicht so beeindruckend, der Klang der Unvermeidbarkeit. Was haben wir denn da unten eigentlich? Da ist irgendwie Frodo rum oder was? So, hilft Fredo und Sammy. Ja, Fredo, man kennt ihn ja. Das ist jemand ganz anders. Wen haben wir denn hier? Die Priester-Dame des Todes. Was ist das jetzt wieder für ein Gegner? Da kriegen wir auch keine neue Anzeige. Also hatten wir den offenbar schon mal und ich hab's nicht gemerkt. So, da kommen sie jetzt noch mal in Kosmos. Diesmal da helfen. Wohl auch tatsächlich etwas bewirkt. So, die komische Priester-Dame sonst was ist tot. Mal wieder. Hier hatte ich voll aufgehört, genau. Dann reachen wir vor the stars. Und reachen auch mal vor the Luftabwehr. So. Den würde ich dann auch gerne noch besser machen. Den hier auch. Weil das so unsere Hauptluftverteidigung ist und die ist immer ganz praktisch, wenn man mit Luftgegnern zu tun hat. Was wir hier ja auch haben in sehr großem Umfang. Hält die Tuma nach da unten her. So. Machen wir den erstmal besser. So. Feel the cosmos within. Weil der dann doch so unsere Elite-Art Turm ist, würde ich behaupten. Den haben wir denn jetzt? Blinker des Nichts betäubt Spielereinheiten. Ja gut, da haben wir nicht so viele. Der Blinker des Nichts blinkt nur blöderweise sehr schnell. Deswegen machen wir hier mal die Luftverteidigung besser. Viele Einheiten meinen sie aber auch wirklich nur die Truppen auf dem Feld und nicht die Türme. Das wäre ja ein bisschen sehr OP. Nein, du solltest da eigentlich nicht hin. Das ist natürlich hier mal ein bisschen was helfen. Zumindest bis hier und dann gehst du wieder nach da unten. Den machen wir dann auch mal besser gleich. Keine Ahnung, ob da oben jetzt überhaupt jemand kommt, deswegen schicke ich den Held mal dahin. Ja, das ist auch mal die neue Attacke. Nein!
Die Helden-Hitbox ist teilweise doch ein bisschen unpraktisch, wenn man Türme aufwerten will. Stell ich fest.